Hi Freunde, hier ist Dirk von Knife is Knife. Und ich habe heute einen kleinen Brief bekommen. Den möchte ich mit euch gerne aufmachen. Ja, ich weiß ja schon, was drin ist. Und freut mich, dass die angekommen sind. Mal sehen, was hier so drin ist. Jo, da werde ich dann wohl was umbauen müssen, liebe Freunde. Gucken wir mal, Rechnung, alles gut. Schauen wir doch mal rein, was da drin ist. Ah, cool. Und zwar sind das die Kupferschalen. Und zwar aus von Swiss Bianco. Ich habe die aber nicht da bestellt, sondern, Moment, ich habe die bestellt bei der Firma. Schweizermesser-essen.de. Der hat das für uns, also von der Facebook-Freundegruppe, hat er sich dazu bereit erklärt, die eine Sammelbestellung zu machen. Und da konnte ich natürlich nicht widerstehen. Jetzt machen wir die mal kurz auf, weil ich die jetzt mir mal angucken möchte. Na. Gut eingeklebt. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja einen Victorinox dabei. Die packe ich natürlich wieder schön ein, weil die laufen ja wohl schnell an, habe ich mir sagen lassen. Aber ich möchte es euch trotzdem nicht vorenthalten. Und ich zeige euch dann nachher auch, wie wir die dann auf das andere Messer kleben. Ich glaube, das muss man ja irgendwie kleben, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt schaut mal. Was ist das denn da für ein Grünspan drauf? Das sieht ja nicht schön aus. Das sieht nicht schön aus, Leute. Entschuldigung, könnt ihr das sehen? Nein, das sieht nicht so schön aus. Ich hole mal eine Lupe, eine mit der Lupe. Und da ist echt Grünspan drauf. Oder seht ihr das? Also in den Rillen ist irgendwie so grünes Zeug. Kann man das so vielleicht sehen? Seht ihr das? Sieht jetzt nicht so schön aus. Ich meine, die sind schon schön, die Griffschalen. Gar kein Thema. Die sind natürlich wunderschön. Aber ihr seht, die ist hier komplett frei. Und die hat hier komplett... Entschuldigung, Leute. Ja, jetzt muss ich mal fragen, vielleicht hat da jemand eine Ahnung, wie ich das wieder wegkriege. Vielleicht mit einem Zahnstocher. Ich hole mal einen Zahnstocher. Heute ist aber der Husten ganz schön heftig. Sorry Leute, jetzt gucken wir mal, ob ich das wegkriege. Ich glaube, das kriegt man weg. Gell? Ja, das muss man wohl dann erstmal putzen. Seht ihr das? Ist voll der Schmodder drin. Ich meine, es ist halt Kupfer, ne? Das läuft halt schon an, das weiß ich ja selber. Aber wenn man sie neu kauft, sollte das halt schon irgendwie doch ordentlich sein. Das ist meine Meinung. Also ich würde es euch im Griffschal nicht verschicken. Ja, da ist echt, hier auch am Kreuz, da ist echt viel Schmodder dran. Ich weiß nicht, wie ich das wegkriegen soll.
Naja. Okay, Leute, ihr habt es jetzt selber gesehen. Bin jetzt mit der Schale jetzt nicht so einverstanden, aber ich werde mir da was einfallen lassen. Ihr seht das hier auch komplett, oder? Hier dieses, man sieht das auch auf dem Bild. Die ist komplett sauber und hier ist voll der braune Fleck. Aber egal, das kriege ich schon irgendwie sauber. Und die Schalen kommen auf dieses Kleimbar. Und jo, was machen wir dann mal? Jo, bis nachher, ciao. Hallo Leute, hier bin ich nochmal. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Schalen so dreckig waren. Ich habe die jetzt mal geputzt. Und jetzt geht es einigermaßen. Aber ich muss da nochmal ran. Also so, ich bin da ja sehr pingelig. Und zwar sind noch ein bisschen, also klein wenig, ist noch Grünspan dran, aber ansonsten bin ich jetzt zufrieden mit den Schalen. Ja, so ist es halt, ne? Ja. Nochmal schön geputzt und jetzt kommen sie dann auf dieses Kleinbar. Das zeige ich euch dann noch, wie ich das mache. Okay. Hi Leute, hier ist Dirk von Knife is Knife und wir wollen jetzt mal. Wir haben uns ja, ich habe mir ja hier diese Kupferschalen gekauft und die möchte ich jetzt gerne mal hier auf dieses Kleinbar draufkleben. Ich habe sowas noch nie gemacht. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Muss mal gucken, die Videokamera steht auch anders. So, dann versuchen wir das jetzt mal. Jetzt machen wir erstmal hier die Pinzette raus. Dann den Zahnstocher. Dann machen wir hier vorhin noch ein kleines Messer. Ich noch einen kleinen. So, machen wir hier mal. Fahren wir einfach mal rein, machen einmal so und einmal so. So, dann fahren wir hier drunter. Das war schon mal die erste. Ich hoffe, sieht man alles. Hoppla. Das ist ein Kleinbar, das habe ich mir extra neu gekauft, damit ich hier die Kupferschalen drauf machen kann. So. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt irgendwie. Tja, da bin ich gar nicht mal gespannt, ob das funktioniert. Jo, ich reibe jetzt mal die Scheiben nochmal ab. Ich habe auch noch was vergessen, Leute. Da habe ich hier so Desinfektionsspray. Das werde ich jetzt die Schalen oder die Platine mal ein bisschen mit säubern. Wie gesagt, ich habe sowas auch noch nie gemacht. Diese ganzen Rückstände da mal sauber machen. So, jetzt bin ich ja mal wirklich gespannt. So, und dann habe ich mir gestern hier diesen Kleber hier gekauft. Patex und so weiter. Den mache ich jetzt mal auf. Die Frage ist jetzt natürlich, ich will da natürlich auch nicht so viel drauf kleben.
Wahrscheinlich, jetzt nehme ich halt nochmal die Löcher und hier die Platinen, die klebe ich mal so ein bisschen an und dann versuche ich das mal festzudrücken. Schauen wir mal. Was haben Sie gesagt? Das muss man abschneiden. So, gucken wir mal weiter. So, machen wir hier mal den. Kann man das abdrehen? Jetzt habe ich das hier mal. Jetzt probieren wir das mal. Ich habe ja extra mir so eine kleine Alufolie geholt zum Mischen. Na, das geht noch nicht. Stehe auf dem Schlauch. Das muss man irgendwie abschneiden, haben sie gesagt. Boah. Ja, Dirk, der Handwerker. Hey Leute, aber da kommt mal jetzt nichts raus. Ah doch, aber nur aus einer Seite. Ah, jetzt kommt. So, jetzt haben wir hier mal so ein bisschen. Oh, das stinkt, das Zeug. Jetzt muss ich mal kurz was holen. Einen Moment. Das habe ich vergessen. Ich glaube, das Zeug wird auch, glaube ich, schnell hart. Oh, das stinkt aber. Wenn wir das hier mal ein bisschen verreiben, ist ja ein Zwei-Komponenten-Kleber. Ich glaube, mehr braucht man da auch nicht. So. Und jetzt werde ich hiermit hier so ein bisschen beträufeln. Mehr mache ich da gar nicht drauf. So. So, und jetzt werde ich die nachher festkleben. Ich hoffe, das funktioniert alles, wie ich das mir wünsche. Dass alles so passt, Leute. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich mache jetzt einfach mal die andere Seite, weil das Zeug soll in 5 Minuten irgendwie hart werden. Das war schon wieder zu viel. So. So, das gefällt mir dann nicht. Ich hoffe, ihr seht das alles. Sorry, Leute, ich hoffe, ihr seht das wirklich. Aber das wird wohl nichts, so wie ich das jetzt wieder ein bisschen Tempo holen. Weil das ist mir hier zu viel Schmodder drauf. Da muss ja nicht viel drauf, Leute. So, dann nochmal. Da ein bisschen, das habe ich schon. Jetzt kommen nochmal hier die Scales ein bisschen. So. So, und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob die überhaupt passen. Das weiß ich echt nicht, Leute.
Dann habe ich mir hier so Schraubstöcke gekauft, aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich die überhaupt richtig da reinkriege. Also die Seite, die passt, die untere Seite passt, aber die andere nicht. Werde ich die andere Schraube hier noch mal reinpacken und mal kräftig drücken. Das war jetzt nicht so toll. Aber man will ja auch, dass die schön sitzen. Also ich drücke jetzt gerade ein bisschen noch die zu. Also Kleber steht man nicht über. Da gefällt es mir überhaupt noch nicht hier an der Seite. Seht ihr, da ist noch ein Spalt. Das gefällt mir gar nicht. Da ist hier noch ein Spalt. Ich habe ja hier noch zwei andere. Also die Seite gefällt mir auch nicht so richtig gut. Aber was soll ich machen? Ne? Das ist ja Kupfer. Was soll man da machen? Nichts anderes machen. Außer drücken. Oh. Na, jetzt sieht es aber besser aus. Nee, hier überhaupt noch nicht, Leute. Da überhaupt noch nicht. Da kriege ich es auch nicht rein. Schiedepiepen ist das. Das ist Schiedepiepen, Leute. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Also unten, ja, unten. Jetzt packen wir hier nochmal einen drauf. Mist ist das. Das ist ein Scheiß. Entweder bin ich zu doof oder die passen einfach nicht richtig. Da geht es einigermaßen. Damit könnte ich leben, aber nee. Das gefällt mir einfach nicht. Die wollen da einfach nicht richtig raufgehen. Drück noch mal kräftig, aber da gefällt mir. Scheißdreck, ey. Ja, ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern, die sind eh festgeklebt. Aber ich krieg dich. Sieht so aus im Moment, Leute. Aber hier, seht ihr, das gefällt mir noch gar nicht.
Da muss ich mir mal was einfallen lassen. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal einen Hammer geholt. Jetzt müssen wir es halt mal ein bisschen mit Gewalt probieren. Weil das muss ja ordentlich drauf gehen, weil so hat das ja keinen Sinn. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt sehen. Sieht ein bisschen unordentlich bei mir aus. Aber so ist es halt. Ja, das schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich bin mir da nicht so sicher, aber ich glaube, das kann man sehen. Wahrscheinlich habe ich jetzt das ganze Kupfer verbogen. Ja, sieht einfach noch nicht gut aus. Ah ja, jetzt wird es besser. Ah nee. Also hier gehen sie irgendwie wieder hoch. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich glaube, das geht gar nicht. Jetzt werde ich die mal hier fixieren, aber das hat, glaube ich, keinen Sinn. Weil da sind sie einfach noch draußen. Na, da muss ich noch mal, da haue ich noch mal drauf und dann lasse ich es einfach gut sein. Wahrscheinlich ist die jetzt sogar kaputt. Aber so ist es im Leben. Wenn man kein Handwerker ist. Oh, Leute, jetzt ist auch noch die. Oh, Leute. Also sowas mache ich nicht normal. Ich mache jetzt nur noch Reviews. Das ist so ein Scheiß, mache ich. Tue ich mir nicht normal an. Das ist ja eine Katastrophe, Leute. So, jetzt schauen wir mal. Ja, wie gesagt. Ich mache jetzt Folgendes. Ja, die ist jetzt natürlich nicht mehr am Kleben. Tja, Leute, so ist das, wenn man keine Ahnung hat. Guck, das Zeug klebt schon wie Schwein. Ich mache jetzt nochmal Folgendes. Ich werde das jetzt hier nochmal anpinseln. So. So, dann werde ich Folgendes machen. Dann werde ich jetzt hier zwei Tempos nehmen. Ja, das ist halt so, ne? Jetzt werde ich hier zwei Tempos nehmen. So. Dann habe ich mir hier so zwei Bretter geliehen. So, könnt ihr sehen, das mache ich hier so dazwischen.
So sieht das dann aus, so wie so ein Sandwich. Wenn das jetzt noch mal klappen würde. Und dann werde ich das jetzt eine Nacht lang hier. Oh, mich doch am Arsch. Also die ist wirklich top. Die untere ist echt top geworden. Aber die obere nicht. Leck mich am Arsch, du. Das mache ich jetzt nochmal. Leute, das muss ich nochmal machen. So eine Arbeit kann ich nicht ab. Jetzt werde ich das hier nochmal alles abwischen. Ob das überhaupt geht, ey. So eine Arbeit mag ich nicht haben. Überhaupt nicht, Leute. Das mag ich nicht haben. Muss ja schon ordentlich sein, ne? Kriege ich die Pampa da gar nicht mehr ab. Ich hoffe, ihr seht überhaupt was. Ich weiß es nicht. Aber so kann ich das nicht lassen, Leute. Wahrscheinlich durch die Hammerschläge hat es natürlich jetzt gelitten. Ne? Die untere ist top. Die gefällt mir richtig gut. Aber die obere muss ja irgendwie auch schön drauf gehen. Ne? Und das gefällt mir gar nicht gut. Ist das halt, ne? Das sind Übungen. Übung macht den Meister. Aber ich krieg das hin. So, jetzt sind die schon wieder schön sauber hier, die Platinen. Mal sehen, ob das Kupfer jetzt da nicht angreift, wenn ich da mit dem Desinfektionsmittel drauf gehe. Ist ja unten, ne? Sieht ja keiner. Scheiße ist das. Leute, es ist echt kacke. So, jetzt geben wir das ja mal zu. Machen nochmal neu. Zwei Komponentenkleber. Jetzt hole ich mir noch mal so einen Tuch-Tipp. Könnt ihr es sehen? Hier habe ich es noch mal drauf. Jetzt werde ich es noch mal mischen. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Soll ja kleben, ne? Jetzt könnt ihr mal sehen, wie ein Nicht-Handwerker arbeitet. Sieht man auch nicht so oft auf YouTube.
Aber ich gebe ihr nicht auf, ne? Probieren wir wieder unser Glück. So, und jetzt mache ich Folgendes. Ich lasse das jetzt mit den Brettern. Ich haue jetzt einfach nur die Teile hier rein. Und dann muss das von alleine kleben. Dann lasse ich das über Nacht liegen und dann schaue ich mir das morgen mal an. Komm her. So. Schön ist anders, aber was soll man machen? So Leute, so sieht es jetzt aus. Wie gesagt, schön ist anders, aber ich kriege es nicht besser hin. Ich hoffe, das hält die Nacht jetzt. So lasse ich es jetzt einfach mal liegen und ja, morgen zeige ich euch dann, wie es aussieht und ob es gehalten hat. Okay, dann bis morgen. Ja, servus Leute, hier ist Dirk von Knife is Knife. So, die 24 Stunden sind rum und so sieht das gute Teil heute aus. Ja, da sind noch die Klammern dran. Und jetzt schauen wir uns das Ergebnis mal an, ob es überhaupt fest ist. Ich weiß es nicht. Es hat jetzt ja über 24 Stunden im Schrank gestanden und hat sich, ich nehme jetzt mal die Klemmen ab von diesem Victorinox Kupferschalen, bla. Schauen wir mal, wie es geworden ist. So, also, ja doch, das ist jetzt das Kleinbar Kupfer. Also die Griffschalen scheinen auch mit meinem super, mit meinem handwerklichen Geschick tatsächlich fest zu sein. Wundert mich ja, und von der Arbeit bin ich doch, klar, hier sind jetzt ein paar Spalten drin, aber das ist wirklich minimal. Damit kann ich wirklich leben. Jetzt müssen wir es halt nochmal putzen, weil da sind jetzt natürlich irgendwelche, sieht man hier, gell? Man sieht hier so Stellen. Vielleicht schrubbe ich es gleich nochmal, aber es wird ja eh anlaufen, hat man mir gesagt, oder das weiß ich auch selber. Kupfer läuft immer an. Jo, aber es scheint tatsächlich fest zu sein. Jetzt gucken wir mal, ob der Zahnstocher funktioniert. Ja, das habe ich mir gedacht. Der geht nämlich nicht rein. Obwohl ich jetzt doch nicht so viel Kleber genommen habe. Aber jetzt hat sich das wahrscheinlich doch so verteilt. Also der geht rein. Das wäre natürlich ärgerlich, Leute. Das wäre komplett ärgerlich. So, der ist drin. Ob ich ihn jemals wieder raus... Ah, guck, das ist auch nicht richtig. Also der sitzt auch nicht richtig, der Kugelschreiber. Wundert mich eigentlich, warum der jetzt nicht richtig sitzt. Ah doch, er sitzt auch. Ob ich den hier jemals rauskriege, den Zahnstocher, wenn ich ihn brauche?
Ah ja, doch. Geht doch. Geht halt alles ein bisschen schwerer, aber es geht. Aber das hier gefällt mir nicht mit dem Kugelschreiber. Das gefällt mir einfach nicht. Ja, entweder habe ich da irgendwie... Aber hier sitzt es komplett, ihr seht das vielleicht. Da gibt es auch keine Spalte, nichts zu dem, zu der Platine oder wie man das nennt. Aber der Kugelschreiber hält überhaupt nicht fest. Ja, das war einfach dann wohl doch nicht so toll. Jetzt schauen wir mal die Pinzette, ob die reingeht. Oder ob die auch rausfällt. Ja, ja, die wird ja nicht rausfallen. Ne? Das ist ja so ein bisschen wie ein Dübel. Wenn man sie hier so reindrückt, dann geht sie ja so ein bisschen auseinander. Da gibt es halt dann so ein bisschen so einen Gegendruck gegen die. Also das war auf jeden Fall mal... Ich weiß nicht, also bei mir war es jetzt... Ah ja, die geht rein. Dann bleibt der hier. Geht nicht so schön rein. Der ist mit zu lose. Wundert mich eigentlich, dass es nicht passt. Ja, da habe ich vielleicht, entweder habe ich wirklich mit den Griffschalen Pech gehabt. Soll ja auch die erste Charge gewesen sein. Aber das funktioniert einfach überhaupt nicht hier mit dem Kugelschreiber. Schade. Naja, das fällt immer raus. Aber den werde ich einfach festkleben und fertig. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Vielleicht hat jemand eine Ahnung, wie ich den festkriege. Kann mir jemand in die Infobox schreiben. Aber das geht natürlich so nicht. Aber wahrscheinlich werde ich ihn festkleben, damit er überhaupt drin bleibt. Dann brauche ich ihn halt nicht. Aber es soll halt doch ein ganzes Bild werden. Oder warte mal, ich hole mal einen anderen. Versuchen wir mal. Mal einen anderen Kugelschreiber. Vielleicht liegt es ja auch an dem Kugelschreiber. Ja, der sitzt ein bisschen besser. Jetzt auch nicht perfekt, aber er sitzt besser. Ja, da liegt es vielleicht doch am Kugelschreiber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber vielleicht ist hier dieses graue Teil hier vielleicht ein bisschen dicker und deswegen sitzt es besser drin. Also er fällt mal nicht raus, also bin ich zufrieden. Mal sehen, ob der hier jetzt reinpasst. Ja, Leute, ich will auch gar nicht meckern. Das sind ja Custom Scales. Und dass da vielleicht nicht immer alles richtig läuft, ist einfach so. Sogar eine Nadel kann man da reinstecken. Guckt euch das an. Das hat der Swiss Bianco gut gemacht. Aber die habe ich jetzt gerade nicht da. So, jetzt kommt da noch ein Lanyard dran. So, Leute. Dann habe ich mein Kupferkleimbar fertig. Jo. Jetzt wartet mal, ich wiege das mal. So Leute, da bin ich wieder. Jetzt gucken wir mal, wie viel das wiegt. Also das Kleinbar stelle ich euch jetzt nicht vor, das kennt ihr ja alle. Ne? Groß, also Schraubendreher, Dosenöffner, Schere, große Klinge, kleine Klinge. Hier Pakethaken. Spor- und Stechale, Korkenzieher, Kugelschreiber, Zahnstocher und Pinzette. Ja, das hat natürlich schon Gewicht. 142,554321 142,5 Gramm. Das ist halt schon eine Hausnummer. Das Messer. Aber Leute, jetzt zeige ich euch mal kurz was. Achtung!
Also Kupfer ist ja nicht Bronze, aber schaut mal. Gold, Silber, Bronze. Also fast, ne? Fast Bronze. Ja, also im Endeffekt bin ich mit meiner Arbeit jetzt doch zufrieden. Und ja, das ist ja auch das Wichtigste. Hauptsache, die Dinger sind fest. Jetzt darf es auch gerne anlaufen, wie es mag. Wird bei mir wahrscheinlich sowieso schneller passieren als bei anderen. Und ja, Leute, das ist jetzt mein neues kupferfarbenes Kleinbar. So, ich hoffe, euch die zig Minuten, wenn ihr es überhaupt euch alles angetan habt, hat euch gefallen. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Handwerker, hat man ja gesehen. Okay, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, ich bin raus. Tschüss.